Wir arbeiten ja alle eigentlich ganz gerne in der Werkstatt, weil es in gewisser Art und Weise unser Hobby ist. Es ist einfach schön, in den Werkraum, in die Garage oder in den Schuppen zu gehen, die Maschinen zu benutzen und am Schluss vom Tag einfach ein Projekt in den Händen halten zu können, was wir halt eben selbst gebaut haben. Das macht Spaß, man ist produktiv und man macht nichts Blödes. Es ist eigentlich immer eine schöne Zeit in der Werkstatt. Das ist das heutige Projekt auch. Wir werden heute tolle Maschinen nutzen und ich werde euch ein paar ganz, ganz coole Prozesse zeigen, die auch ihr in eurer Werkstatt garantiert umsetzen könnt, um ein cooles Projekt herzustellen. Das heutige Projekt wird aber auch so einen gewissen bitteren Beigeschmack haben, was wir heute auch mal kurz ansprechen werden. Aber das gibt es ein bisschen später im Video. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Massivholz an und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Du möchtest wissen, wie man so etwas in jeder Größe herstellen kann, dann kann ich dir oben rechts das Video empfehlen, denn das ist ein eigenes Video, wie du halt eben auf die einzelnen Maße hier kommen tust. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen sehr, sehr schönen, stabil zusammengeleimten Rohling und den müssen wir irgendwie aufspannen und da zeige ich dann der Drechselbank, wie wir das Ganze tun. Wir werden hier dieses Spannfutter benutzen, aber dafür müssen wir erstmal die jetzig verbauten Backen ausbauen, denn wir werden diese hier benutzen, mit dem werden wir dann das Bauteil von innen nach außen spannen. Das Spannfutter verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Nothing.
So schaut unser Gefäß bis jetzt mal aus. Also die Kombination zwischen Kirschholz und Lindenholz sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und schaut euch auf jeden Fall hier oben diesen Doppelkranz an, denn wir werden einen verdeckten bzw. einen verdeckt sitzenden Deckel drechseln. Das bedeutet, wir haben hier oben sowas wie eine Schattenfuge und hier ist der Auflagepunkt. Deswegen haben wir halt hier eben zwei Sätze. An Material für den Deckel werden wir hier dieses schöne Stück Kirschholz nutzen. Das hat die passende Dicke und wir haben hier ein schönes Stück, was auch rissfrei ist, was wir nutzen können. Ich versuche speziell bei dem Projekt so ein bisschen zu schauen, dass das Holz nicht zu arg sich unterscheidet. Da ist einfach die Kombination aus Kirsch- und Lindenholz bei dem Gefäß schon da. Und deswegen ist auch als Kirschholz der Deckel auch eine gute Wahl, wie ich finde. Wir haben hier so ein bisschen Verästelung drin. Das sieht schön aus. Und wie gesagt, viel mehr brauchen wir hier in dem Fall auch gar nicht. Das hier ist eine Urne für einen Hund. Es ist aber zum Glück keine Urne für die Emma. Aber da sind wir auch schon an dem Punkt, was ich am Anfang vom Video angesprochen habe. Irgendwann muss ich auch leider für die Emma eine Urne drechseln. Zum Glück dieses Mal jetzt noch nicht. Aber deswegen fand ich dieses komplette Projekt so ein bisschen, irgendwie fand ich es ein bisschen komisch. Von der Bearbeitung her ist es wirklich, wirklich toll. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Ding herzustellen. Und es ist auch wirklich sehr, sehr genau geworden. Hier oben vor allen Dingen der Deckel gefällt mir sehr gut. Wir haben halt so einen versetzten Deckel, dass wir oben noch einen schönen Kranz haben innen drin. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war es ein bisschen komisch, ne? Immer. Also das war das Projekt für heute. Ich weiß nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Deswegen würde es mich umso mehr freuen, wenn du in die Kommentare schreiben würdest, wie du dieses Teil findest, ob du dir für dein Haustier eine Urne vorstellen könntest oder keine Ahnung, ne? Ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht. Oder Emma? Also, hier auf dieser Seite findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos von mir auf meinem Kanal mit ein paar schöneren Themen als mit dem Tod, wenn man es jetzt einfach mal ausspricht.
Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.